Wie verdiene ich als Finanzblogger eigentlich mein Geld? Wie gebe ich es eigentlich wieder aus und für was? Wie bewerte ich Aktien eigentlich und wie bringe ich mehr Stabilität ins Portfolio? Diese und noch viel mehr Fragen haben mich von euch erreicht und dieses Video nutzen wir mal im Sommerspezial von Northern Finance, um diese zu beantworten. Und damit würde ich auch sagen, legen wir direkt los. Ja, schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast bei diesem Video hier. Mich haben einige Fragen von euch erreicht, nachdem ich einfach mal auf YouTube, Facebook und Instagram die Fragen gestellt habe und diese gehen wir jetzt mal nacheinander durch und fangen vielleicht gleich mal mit der ersten Frage an hier von Fantastic. Das ist vielleicht auch eine der interessantesten Fragen, die lautet nämlich, mich würde neben Investitionen mal die Kehrseite interessieren. Wie nimmst du dein Geld ein? Was genau macht dein Unternehmen? Und hattest du schon einmal Klienten, die es komisch fanden, dass dein Unternehmen nicht in Deutschland angesiedelt ist? Ja, das sind mehrere Fragen, aber alles sehr interessante. Ich gehe mal auf die erste ein. Also wie ich mein Geld eigentlich einnehme. Das ist so aufgebaut. Einmal haben wir den YouTube-Kanal natürlich. Da wird direkt mit Geld verdient, mit der YouTube-Werbung. Aber das ist ehrlicherweise nur ein kleiner Teil. Und natürlich dann die Affiliate-Links, wenn ihr zu Trade Republic geht oder zur Consorsbank für Tagesgeld oder auch zu den P2P-Kredite-Plattformen. Damit verdiene ich Geld, wenn ich die ganzen Quartalsvergleiche und Co. mache. Und damit werden dann auch ja die Updates davon finanziert, wo ich jetzt vielleicht nicht so viel Geld oder gar kein Geld verdiene. Und dann eben ja über meine Investments hier berichte, damit verdiene ich Geld. Gleichzeitig habe ich auch in der Vergangenheit ein bisschen was anderes auch mit dem Unternehmen gemacht. Es ist ja so, dass man sich nicht auf einen Einkommensstrom meistens verlassen sollte. Und deswegen bin ich so vorgegangen, dass ich auch 2020 und 2021 durchaus auch Videos gemacht habe für Broker selber. Das heißt Tutorial-Videos auf deren Website, wo ich einfach Dinge erklärt habe, wie zum Beispiel eine Funktion hier bei dem Depot genau funktioniert, was man dafür tun muss, was dann die Ergebnisse davon sind und so weiter. Sowas haben wir auch gemacht, aber mittlerweile konzentrieren wir uns wirklich auf das Geschäft mit YouTube. Da bin ich noch in einer selbstständigen Rolle, würde ich jetzt mal sagen. Und gleichzeitig auch haben wir die Website von uns, die mittlerweile wahnsinnig schnell ist. Schaut gerne mal vorbei. Also Ladegeschwindigkeiten von 0,3 bis 1 Sekunde maximal. Langsamer wird es nicht. Und dort kriegen wir auch viel Besucher mittlerweile von Google. So, ja, ich sage jetzt nicht die genaue Zahl, aber schon eine vierstellige Anzahl an täglichen Besuchern mittlerweile haben wir schön steigern können, auch seit letztem Jahr und vorletztem Jahr. Hier investiere ich immer mehr Geld tatsächlich in den letzten Jahren und Monaten. Das zahlt sich auch immer mehr aus, weil das einfach ein Einkommensstrom ist, wo ich nicht mehr viel Artikel selbst schreiben muss. Ich beaufsichtige die natürlich und prüfe die dann auch am Ende, aber die werden hier von meinen Schreibern sozusagen erstellt, auch auf Grundlage von YouTube-Videos natürlich und das ist ein sehr gutes zusätzliches Einkommen neben YouTube einfach, weil Google-Artikel oder Artikel auf Google einfach jahrelang gefunden werden und nicht wie bei YouTube nur ein paar Monate, vielleicht ein, maximal zwei Jahre. Also Webartikel sind da deutlich langlebiger und das ist nochmal ein schönes Einkommen, was auch mittlerweile einen großen Teil ausmacht. Und ob es manche Klienten schon komisch fanden, dass ich nicht in Deutschland angesiedelt bin? Nee, tatsächlich nicht. Also hört man immer, aber ich persönlich habe es noch nicht erlebt. Dann kommt von Tobias Bender die Frage, hallo Alex, du zeigst uns ja auf deinem Kanal, wie du sparst und investierst, wofür ich übrigens sehr dankbar bin, weil ich deine Videos dazu mega spannend finde. Vielen Dank. Vielleicht magst du ja auch mal etwas vom Gegenteil erzählen. Für was gibst du denn gerne Geld aus? Woran würdest du denn zuletzt oder gar nicht sparen? Gibst du auch mal Geld für etwas Unnötiges aus? Ja, also gerne gebe ich Geld aus, natürlich für meine Investments. Nicht nur für die, die an der Börse gehandelt sind, also für ETF und die nicht börsengehandelten, also P2P-Kredite, sondern auch die ganz privaten Investments, also in die Firma. Das macht mir mit am meisten Spaß. Aber wenn es um Konsumausgaben geht, wofür ich persönlich mein eigenes Geld ausgebe, dann muss ich wirklich sagen, Reisen, das ist das, wofür ich am meisten Geld ausgebe. Ich war jetzt in Dubai, in Thailand und in Singapur. Das waren dann 3 Monate oder so, wo ich unterwegs war, dieses Jahr bisher. Und es wird jetzt auch noch weitergehen. Im Herbst geht es dann nach Bali, da werde ich ein bisschen länger sein. Also dafür gebe ich gerne Geld aus. Ich bin jetzt noch jung, habe keine eigene Familie aufgebaut und habe relativ viele Freiheiten und die möchte ich jetzt eben auch nutzen und ein bisschen was von der Welt sehen und gleichzeitig eben auch hart arbeiten, aber das kann ich ganz gut kombinieren.
Und dann mache ich das. Genau, also dafür gebe ich gerne Geld aus. Woran würde ich gar nicht sparen? Wahrscheinlich an den Investments in meine Firma. Also bevor ich die nicht mehr tätige, würde ich keinen ETF-Sparplan mehr machen, kein Investment mehr in P2P-Kredite und auch nicht mehr reisen, weil das einfach das größte Asset ist, was ich aufgebaut habe, am meisten auch Gewinn bringt, eine super hohe Rendite auch hat und deswegen das würde ich auf keinen Fall einschränken. Und gebe ich auch mal gern Geld für etwas Unnötiges aus? Ja, durchaus. Ich war letztens bei meiner ersten Flugstunde hier in Paphos am Flughafen mit zwei weiteren Freunden. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich durfte sowohl den Start als auch die Landung machen und ja, circa 80% von dem, wo wir dann in der Luft tatsächlich waren. Ich habe Erfahrung am Microsoft Flugsimulator mit diesem Cessna-Modell hier circa 20 Stunden und so eine Flugstunde kostet schon Geld. Ich habe es mal ausgerechnet im Jahr, wenn ich dann den Flugschein tatsächlich in ein paar Jahren machen sollte. Ich bin einfach ein großer Fan vom Fliegen. Dann kostet mich das so circa 20.000 im Jahr, also mit Versicherungen, Abschreibungen, Benzin, Standplatz und was man nicht noch alles für Kosten hat. So 20.000 im Jahr. Aktuell möchte ich diese Ausgaben noch nicht machen, aber es war eine super schöne, ja, Erfahrung und etwas, ja, Unnötiges. Aber dafür wird dann in den nächsten Jahren mehr Geld ausgegeben, wenn ich es dann tatsächlich auch über habe und sage, ja, jetzt macht das Investment in die Firma nicht mehr so viel Sinn, aber jetzt aktuell macht es sehr viel Sinn und deswegen wartet das jetzt noch mal ein bisschen mit dem Flugschein. Könntest du mehr Content über deine Investitionen bei Trade Republic machen und auch eventuell ein Beginners-Video Trade Republic für die Leute, die erst vor kurzem angefangen haben zu investieren? Ja, klar, kann ich machen. Ich verlinke auch mal unten in der Videobeschreibung und hier in der Infokarte die Videos, die wir schon gemacht haben zu Trade Republic, unter anderem den besten iShares ETFs, die es dort gibt, aber gute Idee. Dann schreibt Adrian, ich glaube, du hast damals in einer etwas kleineren Investmentbank gearbeitet, oder? Wie hat es dir dort gefallen? Wieso gekündigt etc.? Ja. Also das stimmt, ich habe in Frankfurt in einer kleineren Investmentbanking-Boutique, sagt man ja, gearbeitet. Auf erneuerbare Energien sind die spezialisiert und ja, mir hat es dort eigentlich ganz gut gefallen, so im Allgemeinen von den Leuten her, aber es ist einfach nicht meins, habe ich herausgefunden. Ich bin einfach nicht bereit, so viel von meiner Zeit in meinen jungen Jahren zu opfern für Geld. Also 80 Stunden die Woche muss man im Investmentbanking im Bereich Fusionen und Übernahmen, wo ich da eben war, schon arbeiten und deswegen ist es einfach nichts für mich. Das habe ich herausgefunden. Dann habe ich es gelassen und ja, das ist die Story dahinter. Also ich habe jetzt nichts gegen das Investmentbanking an sich, aber für mich war es einfach nicht das Richtige. Dann schreibt Marcel Helbig, wohnst du noch auf Zypern? Wie lange hast du vor, dort noch zu bleiben? Wo geht es danach hin? Wo findet man schnell Anschluss, zum Beispiel auf Zypern? Kommen die sozialen Kontakte nicht zu kurz? Also fünf Fragen in einer. Ich versuche die mal schnell zu beantworten. Wohnst du noch auf Zypern? Ja. Das ist meine Basis, auch wenn ich gerne reise. Das hier ist meine Basis und hier fühle ich mich auch wohl. Wie lange hast du noch vor, dort zu bleiben? Ja, das weiß nur der liebe Gott, würde ich sagen. Ich weiß es am Ende auch nicht. Ich bleibe erstmal hier, aber wie lange das noch ja, so aufgeht, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall meinen Steuerstatus hier bis 2037. Also ich habe in der Theorie noch viele Jahre, die ich hier gut nutzen kann. Danach, wo geht es danach hin? Ja, schauen wir mal, ob Monaco oder doch Dubai. Nee, Spaß beiseite. Aber ich weiß es einfach noch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht, wo es danach hingeht. Wahrscheinlich dorthin, wo ich mich am wohlsten fühle. Und das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Aber es ist eine gute Basis. Weiter, wie schnell findet man Anschluss, zum Beispiel auf Zypern? Sehr schnell, wenn man nur möchte. Es gibt hier viele Treffen von Unternehmern oder auch Coworking, ja, Spaces. Und da kann man auch viele Selbstständige und Unternehmer kennenlernen. Also da findet man durchaus Anschluss oder durch gemeinsamen Sport, den man hier machen kann. Beachvolleyball, Fußball, da gibt es allerlei. Und das ist kein Problem. Kommen die sozialen Kontakte nicht zu kurz? Nee. Hier gibt es eine große Gemeinschaft von ja, Leuten, die ein bisschen mehr erreichen wollen, sage ich jetzt mal, die auch schon ein gewisses Niveau erreicht haben tatsächlich und deswegen auch hierher kommen. Denn ohne bestehendes Geschäft ist das nicht ganz so einfach. Und als Angestellter erst recht nicht. Hier in Zypern verdient man deutlich weniger Geld als in Deutschland als Angestellter. Und deswegen die sozialen Kontakte, wenn man schon sozusagen in einem fortgeschrittenen Stadium ist als Unternehmer oder Selbstständiger, dann kommen die auf gar keinen Fall zu kurz. Und auch sonst finde ich das mediterrane Klima auch super, um abends auszugehen. Also, nee, das kommt nicht zu kurz. Dann fragt G-Junkie, anhand welcher Kriterien entscheidest du, ob du eine Aktie kaufst oder nicht?
Erstmal sollte ich ein bisschen Ahnung haben von dem Geschäftsmodell, was die Aktie oder das Unternehmen eigentlich macht. Also das ist mal die Basis von allem. Und danach gucke ich mir natürlich an, vor allem, wie stark ist eigentlich die Aktie bewertet. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis, unter anderem Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und dann gibt es noch andere Cashflow-Kennzahlen, die ich mir auch anschaue. Und am Ende des Tages muss das Bauchgefühl auch stimmen, meine Kennzahlen müssen stimmen. Ich nutze da jetzt keine große Candlestick-Analyse oder sowas wie irgendwelche Trader oder erkenne Muster, sondern wenn mir eine Aktie gefällt und ich meine, sie ist vom Preis her okay, kaufe ich sie meistens über mehrere Monate und sichere mir einen Durchschnittspreis, weil den perfekten Preis kriegt man eh nicht. Und so steige ich dann ein und dann beobachte ich das, ob das soweit funktioniert hat. Und wenn nicht, dann verkaufe ich auch nach ein paar Monaten relativ schnell wieder. Weil am Ende kann ich zwar viel Gehirnschmalz in so eine Aktienanalyse stecken, aber die beste Rendite kriege ich doch, wenn ich in meine eigene Bildung investiere. Und deswegen lege ich hier vielleicht nicht so einen tiefen Wert darauf, auf die Analyse. Es muss fundamental passen. Und wenn nicht, dann lasse ich es. Und wenn ich mir zu viel Gedanken machen muss, stecke ich es lieber in ETF oder in andere Investments, wo ich auch eine gute Rendite bekomme. Dann fragt A. Slim, welche Aktien würdest du kaufen, um deinem Depot Stabilität zu geben? Momentan bin ich sehr gut im Technologiesektor unterwegs und brauche was, um meinem Depot Stabilität zu geben. ETFs kommen nicht in Frage. Ja, ein bisschen schade, dass ETFs nicht in Frage kommen, aber dann würde ich mir konservative Aktien reinholen, ne? Also so eine Coca-Cola zum Beispiel ist sehr attraktiv. Shell, auch wenn sie wieder eine höhere Bewertung hat, zahlt einfach sehr verlässlich Dividenden. Telekom-Aktie könnte man auch überlegen. Ich kann jetzt keine persönliche Anlageempfehlung geben, weil ich deine Situation auch nicht kenne und weil ich das rechtlich auch gar nicht darf. Aber ich persönlich würde, ja, was würde ich dann am besten machen? Vielleicht BlackRock auch kaufen, also Unternehmen, die relativ wenig angreifbar sind oder die einen hohen Burggraben sozusagen haben, die würde ich mir hier im Besonderen anschauen. BlackRock wäre vielleicht am attraktivsten, Shell, Alphabet hat auch einen sehr hohen Burggraben, auch wenn der ein bisschen durch ChatGPT angegriffen wird, aber bald kommt auch das AI-Update für die Google-Suche, also da ist der Kampf sozusagen noch nicht verloren. Der große Krieg um das Suchvolumen von Menschen, der geht weiter und den hat Google bei weitem noch nicht verloren. Also Alphabet könnte auch attraktiv sein. So, dann machen wir weiter. Das ist eine spannende Frage jetzt zur Trade Republic. Neue EU-Verordnung zu Payment for Order Flow. Wie ist das einzuschätzen? Also Payment for Order Flow, ganz kurze Erklärung, das ist, wenn Trade Republic oder andere Neo-Broker vor allem, auch etablierte Broker machen das, aber Neo-Broker vor allem, wenn die eine Rückvergütung von dem Handelsplatz bekommen, wo dein Trade abgewickelt wird. Hierbei ist natürlich ganz wichtig, dass diese Kurse überwacht werden und auch nicht zu weit entfernt von dem Xetra-Kurs sind, aber meist ist es exakt der gleiche, minimaler Unterschied, aber nicht viel. Und dadurch wird es dann ermöglicht, dass Trade Republic so eine Rückvergütung erhält, dafür, dass sie deine Order zu einem Handelsplatz wie zum Beispiel Getex schicken. Dafür bekommen sie dann eine kleine Provision, dafür, dass der Handelsplatz Liquidität hat. Und dadurch wird eben auch dir ermöglicht, dass Trade Republic, Scalable Capital und andere Neo-Broker und auch normale Broker günstiger sind und so dich ja, handeln fast nichts kostet. Wenn das jetzt wieder gestrichen wird, in Deutschland übrigens frühestens erst ab 2026, dann wird das Handeln ein bisschen teurer. Aber ja, ich bin gespannt, ob es dann wirklich sehr viel teurer wird. Es könnte ein bisschen teurer werden. Das ist leider so. Ich persönlich fände es viel besser, wenn es einfach einen Transparenzhinweis gäbe. Hier erhält der Broker eine Rückvergütung, hier nicht. Das kostet das bei diesem Marktplatz und das bei diesem. Und dann kannst du einfach selbst entscheiden. Das hätte ich viel besser gefunden als ein pauschales Verbot. Aber ja, das hat die EU jetzt leider beschlossen und man kann es auch nicht mehr ändern. Also müssen wir jetzt damit leben. Und dann fragt Georg Ellendorf. Wo bleibt eigentlich die Ausschüttung bei thesaurierenden ETFs? Wo taucht die auf? Was heißt dann wieder anlegen? Also eine Ausschüttung bei thesaurierenden ETFs an dich gibt es gar nicht. Die sind ja gerade nicht ausschüttend, sondern thesaurierend. Also es wird wieder reinvestiert. Das ist ähnlich wie beim DAX, den man ja immer in den Nachrichten sieht. Das ist ein Performance-Index und kein Kursindex. Das heißt, die Dividenden werden hier reinvestiert und die Aktien, die sowieso schon im Index enthalten sind, werden nochmal mit den Dividenden gekauft. Also das ist ein Prozess, der ja meistens die ganze Zeit vor sich geht. Sobald ausgeschüttet wird, wird wieder investiert.
Und da gibt es kein eines Datum, an dem jetzt alles auf einmal gemacht wird, zumindest meistens nicht. Und wenn du wirklich einen ausschüttenden ETF haben willst, musst du deinen bisherigen ETF verkaufen, weil der wird dir nichts ausschütten. Dann fragt Lulapalooza, mit einem sehr großen Pensionsfonds lieber eine einmalige Auszahlung steuerfrei nehmen oder eine besteuerte monatliche Rente? Okay, also ich glaube, ich muss nochmal sagen, dass dieses gesamte Video keine Anlageberatung ist. Auch das, was ich jetzt hier zu Lollapalooza sage. Ja, das ist so ein bisschen eine sehr schwierige und persönliche Entscheidung. Ich kann dir jetzt nicht vorschreiben, was du tun solltest. Ich kann es dir auch nicht empfehlen rechtlich. Ich persönlich würde es so machen, wenn ich noch bei guter Gesundheit bin, würde ich mir wahrscheinlich einen Großteil auszahlen lassen und das selbst investieren, einfach weil ich dann mehr Kontrolle über das habe, was tatsächlich mit dem Geld passiert. Oder eine besteuerte monatliche Rente. Ich glaube, das würde ich eher nicht machen, ehrlicherweise. Aber ist nur meine persönliche Meinung und das solltest du jetzt nicht deswegen tun. Dann fragt VC84, würdest du jetzt in DAX investieren oder warten auf September, Oktober zum Investieren? Also in den DAX würde ich jetzt nicht investieren, ehrlicherweise. Und ich würde aber auch nicht warten zum Investieren. Also wenn du jetzt anfangen willst, fang an. Ich habe dir hier mal einen Vergleich verlinkt von unseren besten Brokern, die wir so in Deutschland haben und deren Konditionen. Ich würde direkt anfangen und jetzt nicht auf irgendwas warten, dass die Sonne irgendwie besonders schön scheint oder so. Also ich habe direkt angefangen, es war die beste Entscheidung und ich würde nicht mit dem Investieren warten bis zu irgendeinem Zeitpunkt, wo man meint, dass es vielleicht besser wäre. Man bekommt die beste Rendite, wenn man lange dabei bleibt, wenn man nicht aussteigt und deswegen würde ich früh anfangen. Ganz einfach. Dann fragt Reimhunter, wie findest du die Serie The Boys? Kenne ich leider nicht. Auf Instagram fragt Koschnack, aktuelle Meinung zu Aktien mit Kopf und neoliberale Aktionen zum Thema FDP, CDU, AfD. Ja, politisch werde ich mich hier auf diesem Kanal nicht äußern. Die zwei Kanäle können machen, was sie wollen, sind politisch geprägt. Meiner ist es nicht. Ich möchte hier neutral bleiben. Ich möchte möglichst viele Leute erreichen mit dem, was ich hier tue. Und ich werde mich hier nicht auf irgendwas Politisches einlassen. Einfach, ja, weil ich viele erreichen will. Und wenn ich irgendwas sehr Politisches mache, dann werde ich das garantiert nicht tun, weil manche Leute sagen werden, ja, der redet doch nur über Politik, ist doch AfDler oder SPDler oder CDUler. Möchte ich nicht machen und deswegen werde ich mich dazu erstmal nicht äußern. Ja. FFM Kai fragt, weißt du zufällig, wie man als Amerikaner in Aktien investieren kann, wenn man in der EU lebt? Gibt da einige Restriktionen? Betrifft mich selbst, aber nicht jedoch Freunde. Oder bin ich nicht so tief im Thema drin, aber ich denke mal, wenn du einen amerikanischen Broker hast, wenn du in der USA auch steueransässig bist, dann sollte man es darüber machen. Das ist wahrscheinlich einfacher, aber ich bin kein Steuerberater, erst recht nicht für die USA und EU. Wohlstand Freiheit fragt, wie viel Cash als Notgroschen findest du für dich persönlich gut? Ich habe so zwischen 5.000 und 10.000 Euro in Schweizer Franken äquivalent und noch ein paar anderen Währungen. Schweizer Franken macht so den großen Teil aus, so circa 50%. Also 5.000 Euro sind immer in Schweizer Franken oder 5.000 Franken. Und dann habe ich den Rest noch in US-Dollar und Euro eine Reserve. Ja, und manchmal ziehe ich mir da was raus, wenn ich es eben brauche. Aber aktuell liege ich so bei 8.000 Euro Reserve, einfach damit ich ein paar Monate überbrücken kann, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte oder falls das Haus niederbrennt. Ja, kann ja alles passieren und dann muss ich ein paar Monate Miete vorstrecken für eine neue Wohnung, für solche Fälle. Also ich habe ein paar Monatsgehälter. So 3, 4, 5 sollte man immer haben. Und die letzte Frage, was spricht für dich gegen die Ein-Welt-ETF-Strategie? Nichts, kann man durchaus machen. Man gibt natürlich viel Verantwortung ab von dem, wie man perspektivisch investieren möchte. Klar kann man dann auch noch umschichten. Damit kann man mal anfangen. Tendenziell benachteiligt man damit die Emerging Markets, also die aufstrebenden Märkte, China, Russland, Indien, Brasilien, Südafrika, all sowas. Das kommt da relativ wenig vor. Und wenn man meint, da liegt eher die Zukunft als im Westen, dann fährt man mit so einer Strategie wahrscheinlich nicht so gut.
Aber wenn man ja den meisten Teil in Amerika vor allem investieren will, nichts anderes ist es, und einen kleineren Teil in Europa und Japan und Australien, dann ist das okay. Aber ich persönlich würde hier noch ein bisschen mehr Diversifikation durch Emerging Markets reinholen und auch durch ein Small Cap ETF, also Unternehmen mit einer kleinen Marktkapitalisierung. Die fehlen da nämlich in fast allen Fällen auch. Genau, das waren eure Fragen. Ich hoffe, die Antworten haben gefallen. Falls ja, lass mir einen Daumen nach oben da und ich beantworte jetzt auch noch weitere Fragen unten in den Kommentaren. Sag du mir auch mal gerne, wie du auf die Fragen so geantwortet hättest. Damit wünsche ich dir jetzt eine gute Rendite und bis zum nächsten Mal.